Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wie ihr wisst, gibt es immer wieder Scheinargumente gegen den Islam und Scheinargumente gegen die sunnitische Glaubensgemeinschaft Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Und dann gibt es einige Leute, die behaupten, der Koran würde es verbieten, an Hadith zu glauben. Und dann bringen sie einen Vers in Sure 77, Vers 50, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. An welchen Hadith wollen sie danach glauben? Und wie das immer ist, wenn einer total sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit an den Tag legt, mit seiner Gehässigkeit, guck mal hier, es ist ganz klar, ja, und wenn man dann selber kein tiefgründiges Wissen hat, oder was heißt tiefgründiges Wissen, kein rudimentäres Wissen von der Religion hat, da kommt der Scheitan, und ist in die Herzen der Menschen am Einflüstern. Hast du das gesehen? Ja, da ist doch ein Vers, ja, in dem Vers steht, man soll nicht an Hadith glauben. Und hier sage ich euch immer, erste Sache, wenn jemand mit einem Scheinargument gegen den Islam kommt, wir schauen, ist diese Sache, die benutzt wird, authentisch. Und hier ist ein Koranvers, selbstverständlich authentisch. Weil oft werden falsche Hadithe genannt, schwache Hadithe, schwache Aussagen, die gar der Prophet a.s.w. gar nicht gesagt hat. Oder es wird irgendetwas zitiert von irgendjemandem. Bei unser Maßstab für die Religion ist nicht Abu Hamza, Salahuddin, Pierre Vogel, ist nicht der Mufti von Saudi-Arabien, ist nicht der Mufti von Ägypten. Unser Maßstab für die Religion ist Koran und Sunna. Schritt 1. Das ist ein Koranvers. Schritt 2. Deutet der Beweis, der aufgeführt wird, wirklich auf das hin, was derjenige, der etwas beweisen, der damit etwas beweisen will, also was er, deutet das wirklich auf das hin, was er beweisen will? Der Typ, der gerade den Islam versucht zu kritisieren. Nummer, deutet das wirklich darauf hin? Schauen wir es uns an. An welchen Hadith wollen Sie danach glauben? Da steht nicht, ihr dürft nicht an Hadith glauben. Da steht, an welchen Hadith wollt ihr danach glauben? So, dann muss man sich den Kontext anschauen. Man muss sich den Kontext anschauen, um zu verstehen, worum es hier überhaupt geht. Das hat hier gar nichts mit Hadith zu tun. Erstmal, was heißt Hadith? Heutzutage, wenn einer Hadith hört, der Arabisch nicht kann, aber Muslim ist, er versteht sofort eine Überlieferung des Propheten. Wie zum Beispiel in Bukhari, Muslim etc. Das ist aber hier überhaupt gar nicht gemeint. Das ist eine terminologische Bedeutung, Hadith. Aber hier ist die linguistische, die sprachliche Bedeutung gemeint. Ich habe hier Wörterbuch von Hans Wehr, Seite 237. Nee, Entschuldigung. Seite 236. Hier sagt er, was Hadith alles heißen kann. Rede, Plauderei, Gespräch, Unterredung, Unterhaltung, Gerede, Interview, Bericht, Erzählung. Das wird hier alles aufhören. Fabelei, Faselei, unwahres Geschwätz, Märchen. Das heißt, dieses Wort, Entschuldigung, Fabelei, Faselei, unwahres Geschwätz, das ist Hadith Khurafa. Ja? Also diese ganzen Bedeutungen, die ich gerade aufgezählt habe, werden hier genannt. Ja? Und eine Bedeutung ist eine Überlieferung, weil sich das heutzutage so eingebürgert hat. Wie wir im Deutschen beispielsweise bestimmte Wörter haben, ja, die sich eingebürgert haben, aber wenn wir auf die linguistische Bedeutung schauen, deutet es gar nicht darauf hin. Zum Beispiel haben wir heute Kindergärten, wo gar kein Garten ist. Das hat nicht unbedingt was mit Garten zu tun. Die sind vielleicht alle nur drinnen am Spielen. Ja, das ist ein ganz banales Beispiel. Da habe ich hier das Wörterbuch. Das Wörterbuch hier von
Langenscheid, da ist es genau dasselbe. Das kann jeder nachschauen. Auf Seite 128. Ja, da steht, Hadith. Neu, jung, Gespräch, Unterhaltung, Erzählung, Bericht, Überlieferung. All das wird hier genutzt. So, aber jetzt schauen wir uns den Kontext hier an, was hier gemeint ist und wer hier angesprochen wird. Wir müssen uns ja die Frage stellen, wer ist hier gemeint mit wollen Sie danach glauben? Sind hier mit den Muslimen gemeint? Weil diese sogenannten Koraniten, die Sunna-Vorleugner, die sagen, damit sind hier die Muslime gemeint. Die sollen danach nicht an Hadith glauben. So. Ich lese jetzt vor, erstmal, wie der Vers selber übersetzt wird, von einem Nicht-Muslim, Hartmut Bobsin, Nicht-Muslim. Übersetzt er, an welchen Hadith wollen sie danach glauben, oder was übersetzt er? Hier, auf Seite 541, und an welchen Bericht nach diesem wollen sie denn noch glauben? Das ist eine Frage. An welchen Bericht wollen sie danach noch glauben? Danach, nach was? Was ist hier gemeint danach? Badehu, nach was? So, dann hier von Frank Bubenheim. An welche Aussage nach dieser wollen Sie dennoch glauben? Dann hier Mohammed Assad. An welche andere Kunde nach dieser wollen Sie denn glauben? So, und jetzt schauen wir uns den Kontext, lesen wir uns jetzt durch. Okay? Und ich lese aus der Übersetzung des Nichtmuslims vor. So, es fängt an. Ich fange mit Vers 7 an, damit ich nicht alles vorlesen muss. Siehe, was euch verheißen wird, wird tatsächlich kommen. Dann, wenn die Sterne ausgewischt sind, wenn der Himmel zerrissen ist, wenn die Berge zerstäubt sind und wenn den Gesandten eine Zeit bestimmt wird, auf welchen Tag sind sie befristet? Auf den Tag der Trennung. Es geht hier um den jüngsten Tag. Was lässt dich wissen, was das heißt, Tag der Trennung? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Erste Mal, wehe an jenem Tag den Leugnern. Am jüngsten Tag, das heißt die, die den Koran verleugnen. Dann geht es weiter. Ließen wir nicht die früheren zugrunde gehen, dann werden wir ihnen die späteren folgen lassen. So machen wir es mit den Mitzertätern. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Und die ganze Zeit wird es hier aufgeführt. Jüngster Tag, Paradies, Hölle. Ja, hier, Vers 24. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Weiter, Vers 28. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Weiter, Vers 34. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Vers 37. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Vers 40. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Vers 45, wehe an jenem Tag den Leugnern. Vers 47, wehe an jenem Tag den Leugnern. Vers 49, wehe an jenem Tag den Leugnern. Es geht also um die, die den Koran leugnen. Die sind hier gemeint. Woran, an welche Kunde wollt ihr danach glauben? Denn wenn du nicht an den Koran glaubst, glaubst du selbstverständlich auch nicht an die Hadithe. Logischerweise. Deswegen, liebe Geschwister, schaut euch, denken manche, alle Gelehrten des Islam wären bescheuert gewesen? Schaut euch meinen Vortrag an Verteidigung der Sunna, damit ihr nicht in diesen Irrglauben hineinfallt. Ja, weil es kommen dann Leute, die haben gerade den Islam angenommen, die können noch nicht mal richtig beten und dann schauen sich irgendwelche Videos an und kennen den Kontext gar nicht. Das hat nichts mit Hadithen zu tun. Und die hier gemeint sind, sind gar nicht die Muslime, dass die Muslime vor Hadith gewarnt werden, sondern hier werden diejenigen gewarnt, die nicht an den Koran glauben. Woran wollt ihr denn danach noch glauben, wenn ihr nicht an den Koran glaubt? Denn wenn ihr nicht an den Koran glaubt, wird euch danach nichts mehr nutzen. Der Koran ist das letzte Buch Allahs. Oder habt ihr schon mal jemanden gehört, der sagt, ich glaube an Hadith, aber ich glaube nicht an den Koran? Gibt's gar nicht. Weil wir an den Koran, an die Hadithe glauben, weil der Koran der stärkste Beweis für die Sunna ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.